Mittag von Andreas Gryphius. Auf, Freunde, lasst uns zu der Tafel eilen, in dem die Sonne ins Himmels Mittel hält, und der von Hitz und Arbeit matten Welt sucht ihren Weg und unsern Tag zu teilen. Der Blumenzieher wird von den Flammenpfeilen zu hart versehrt, das ausgedörrte Feld wünscht nach dem Tau, der Schnitter nach dem Zelt. Kein Vogel klagt von seines Liebes Seilen, das Licht regiert, der schwarze Schatten fleucht in eine Höhle, in welche sich verkreucht, den Schand und Furcht sich zu verbergen zwinget. Man kann dem Glanz des Tages ja entgehen, doch nicht dem Licht, das, wo wir immer stehen, uns sieht und riecht und hell und gruff durchdringet.